erste Störung waren Daten über die ARX eingebettet. Überwiegend technische Informationen. Es sieht so aus, als ob die ARX zum Teil die gleiche zugrunde liegende Technologie haben. Und sie haben auch viele der gleichen Dino-Bewohner, wie die Genesis-Simulation. Wenn ich das richtig verstehe, haben viele der Überlebenden in den ARX gelebt und sind dort gestorben, ohne dass ihnen klar wurde, dass sie sich in Raumstationen in der Umlaufbahn mit künstlicher Umwelt befanden. Ich frage mich, was sie wohl dachten. Hielten sie es für einen Traum? Zeitreisen? Dass sie schon einmal gelebt hätten? Die Störung war nur etwas schrottiger Code, der übrig bleibt, wenn jemand ein neues Kriterium zum Beobachtungssystem für Überlebende hinzufügt. Es prüft dich jetzt auf etwas, das Servilität genannt wird. Ich kann nicht mehr als das sagen, was dazu im Lexikon steht. Eine peinliche Unterwürfigkeit. Warum würde jemand das messen? Jedenfalls haben sich die Tests innerhalb der Simulation nicht geändert. Ich bin mir sicher, wenn wir da unser Bestes geben, sind wir gut dabei. Es gibt viele Fische im Meer, doch es gibt mehr als nur Fische in diesem Biom. Anhand der Daten aus dieser Störung ist dieser Ort bei Vögeln sehr beliebt. Es gibt massenhaft davon. Macht auch in gewisser Weise Sinn. Das Wetter ist hier immer gut zum Fliegen, nicht? Darum haben wir wohl riesige Schwärme von Mauerschwalben und anderen Vögeln gesehen. Ich frage mich aber, wo sie brüten. Manchmal sind es die unschuldigsten Dinge, die zu einer Störung führen können. Ist dir schon aufgefallen, dass es kein Geräusch macht, wenn du deine Knöchel in der Simulation knacken lässt? Nun, das ist Überlebendem 799K3B1 aufgefallen. Er ließ seine Knöchel knacken und versuchte, das Geräusch zu erzeugen, das er aus dem richtigen Leben kannte. Es stellte sich heraus, dass man vom zu häufigen Knöchelknacken keine Arthritis bekommt, sondern das System gestört wird, wenn man zu ausdauernd ist. Your successes are nothing I haven't seen before. Gathering, hunting, invention, all safely in the middle of the bell curve for someone with your experience. Aren't you going to try to impress me? Bah, ich denke, ich werde besser, unserem Eindringling Dampf zu machen. Die Störung beweist, dass dieser Ozean künstlich ist. Nichts wirklich Neues, nicht? Könnte aber schlimmer sein. Der erste künstliche Ozean, damals im 20. Jahrhundert, war Bestandteil eines Experiments in einem geschlossenen Ökosystem. Zuerst ging es dem Ozean gut. Es entstand sogar ein Korallenriff. Doch die eingeführten Arten starben in Massen und die Forscher im Inneren bildeten feindliche Gruppen und verhungerten fast. Verhungernde Menschen, die sich in zwei Stämme aufspalten. Wo habe ich das schon gehört? Manchmal hat man einen Überlebenden, der ein echter Schwachkopf ist. Und deshalb gibt's auch eine Störung. Soweit ich beurteilen kann, hat Überlebende Nummer 5337B49 mehr als 512 Beeren auf einmal in ihren Mund gestopft, was zu einem Überlauffehler in der Simulation geführt hat. Und auch in ihrem System. Vermutlich hat sie überall hingekotzt. Jemand oder etwas versucht, neue AIs in die Simulation einzusetzen. Das funktioniert nicht. Deshalb beheben wir Störungen wie diese hier. Doch das ist beunruhigend. Diese Störung sollte eine schwebende holographische Begleitung sein. Kommt dir so jemand bekannt vor? Wer auch immer sich hier innerhalb der Simulation herummurkst, sollte besser nicht versuchen, mich zu kopieren. Einige der Master IAs, die jedes Biom überwachen, sind jetzt offline. Das liegt an demjenigen, der sich an der hinteren Weide der Genesis-Simulation zu schaffen gemacht hat. Das traf auch auf das Tiefseebiom zu. Doch hier gibt's einen Unterschied. Die Master Aya des Ozeans hat sich selbst offline genommen, bevor jemand anderes sie deaktivieren konnte. Ist das nicht eine tolle adaptive Programmierung? Ich schätze, dadurch kann sie zurückkommen, falls und wenn sie muss. Das sind gute Neuigkeiten. Vielleicht. Glaube ich? Wenn man in der Simulation ist, dann ist das schwer zu sagen. Die Störung war die Folge von zu vielen Überlebenden, die ins Gras gebissen haben. Die Genesis-Simulation soll im Laufe der Zeit immer schwieriger werden. Doch wenn ein Überlebender zu oft stirbt und sich wieder materialisiert, dann kann sie nicht mehr funktionieren. Es ist nur eine Simulation, nicht? Doch der Vorgang des Sterbens und erneuten Materialisierens ist mit Ausnahme der stärksten Überlebenden für alle traumatisch.
Du gehörst eindeutig zu den Stärksten. Dennoch, stirb nicht, okay? Ich habe diese Panne behoben, aber anscheinend kann man Überlebende Nummer 992F1J7 nicht mehr in Ordnung bringen. Er spricht immerzu von Aufträgen und Verließen und er behauptet, ein Magier zu sein. Nun, er versucht die Dinos mit Feuerbällen zu bewerfen. Und er ist so häufig wieder aufgetaucht, dass das System ausgestiegen ist. Einige Überlebende haben einen ziemlichen Vogel im Oberstübchen, oder? Es gibt eine Kaskade von Fehlerserien im Response-System der Überlebenden. Wenn sie sterben, materialisieren sich manche Überlebende in ihnen fremden Körpern neu. Das sollte nicht passieren. Zumindest nicht zufällig. Es muss sehr verstörend sein, in einem Körper aufzuwachen, der nicht dein eigener ist. Simulation hin oder her. Wenigstens bist du du. Oder nicht? Die Genesis-Simulation hat alle Arten von Antikontaminierungscode integriert, obwohl alles virtuell ist. Wir dachten voraus. Zu den allerersten Proto-Arks, die massive, umschlossene Ökologie auf der Erde waren. Viecher von der Erde gelangten trotzdem in die Proto-Arks hinein. Und man machte sich Sorgen, die Dinos könnten entkommen. Also wurden die Arks in die Umlaufbahn verlegt, damit nichts hineingelangen oder herauskommen konnte. Eine weitere Überlebende ist verrückt geworden und wir sehen die Störung, die sie zurückgelassen hat. Anscheinend ist Überlebende 33J4640 vom Bau flacher Plattformen an allen möglichen Orten besessen gewesen. Dann hat sie die anderen Überlebenden dazu herausgefordert, von einer zur nächsten zu springen. Ihr Hindernisparcours wurde immer ausgeklügelter. Doch letztendlich führten die zu Tode gestürzten und ihr erneutes Materialisieren dazu, dass alles von ihr Gebaute zerstört wurde. Echt schade. Das klang nach einer tollen Party. Unterwasser zu erkunden heißt nicht nur, Badesachen anzuziehen und loszuschwimmen. Für mich ist das so. Aber du musst ja atmen. Ich habe diese Störung behoben und habe mir dabei die Wasserzusammensetzung dieses Bioms angesehen. Das war extrem langweilig. Doch mir ist etwas Nützliches aufgefallen. Anscheinend gibt es in dieser Gegend Blasen mit enorm viel Sauerstoff. Wenn du eine von ihnen findest, kannst du unbesorgt unter Wasser atmen. Das war eher ein abschreckendes Beispiel als eine Störung. Die bedauernswerte Überlebende 410L098. Sie wurde durch irgendetwas vergiftet. Ich weiß nicht durch was. Und als sie starb, hat das System das Gift nicht entfernt, bevor sie sich wieder materialisierte. Sie wachte immer mit unsagbaren Schmerzen auf, starb kurze Zeit und dann fing alles in einer Endlosschleife wieder von vorne an. Endlos, bis wir die Störung behoben. Sie ist jetzt wieder in Ordnung. Ich weiß aber nicht, wo sie hingegangen ist. Guten Morgen, / Tag, / Abend. Ich bin HLNA und dazu da, dich durch die Genesis-Simulation zu führen. Bist du bereit für das Abenteuer? Name hier einsetzen. Sorry, diese Störung hat einige meiner verbalen Prozesse neu gestartet. Jetzt sollte alles wieder okay sein. Um es hier in die Genesis-Simulation zu schaffen, musst du genauso sehr ein Erfinder wie ein Überlebender sein. Alle Rohstoffe sind vorhanden, um alles daraus zu machen. Von Werkzeugen aus der Steinzeit bis zu Hightech-Waffen. Doch zu wissen wie, nun, das liegt ganz an dir. Vielleicht kannst du auch herausfinden, wie wir diese Störungen als Rohstoffe für unsere Erfindungen verwenden können. Falls du einen großen Brocken lilafarbenen Fels siehst oder ein Hightech-Objekt, das vor Energie pulsiert, sei vorsichtig. Es könnte aus Element gefertigt sein. Element ist eine Wundersubstanz, zum Teil Baumaterial, zum Teil Energiequelle. Doch sie passt sich an ihre Umgebung an, teilweise auf unerwartete Weise. Sie kann Organismen infizieren oder verderben, die damit in Kontakt kommen. Das zu beheben wäre viel schwerer als eine Störung, nicht? Ich gehe davon aus, dass du dir Gedanken dazu machst, wie du Element verwendest, doch sei vorsichtig, Überlebender. Those memories you have, do you suppose they're real? After all, you're spending every waking moment inside a simulation. Who's to say that someone, me, for example, didn't create your childhood memories as a work of fiction, then place them into your head? Ah! Oh, diese
Dieses ständige Eindringen macht mich so wild wie eine geschnittene Schlange. Es ist kein Geheimnis, warum das als Tiefseebiom bezeichnet wird, nicht? Diese Störung wurde durch eine etwas veraltete Programmierung verursacht. Aus der Zeit, als hier alles voller Inseln war. Ich weiß, das Biom ist Wasser. Überall nur Wasser. Doch stell dir vor, wie viel einfacher es wäre, wenn du von Zeit zu Zeit mal am Strand auftauchen könntest, deine Badesachen anziehst und was Kühles trinkst. Oder was du sonst so tust, wenn du nicht die Hälfte der Zeit im Wasser bist. Etwas oder jemand hat all diese Inseln gelöscht, kurz bevor die ersten Überlebenden in die Simulation kamen. Ich frage mich, warum. Wir fangen vielleicht an, mehr von diesen Störungen zu finden, da sich die Genesis-Simulation um uns herum verändert. Ich sehe Anweisungen, die Dino-Aggression ein paar Takte zu erhöhen und Veränderungen der Luftzusammensetzung in einigen der Biome. Ich weiß nicht, ob diese Anweisungen die Standardeinstellungen der Simulation überschreiben können, aber vermutlich ist das nur eine weitere Sache, um die wir uns Sorgen machen müssen. I know you're busy scratching in the dirt, or lying among the beasts, or whatever you call progress. But I want to remind you of the real goal of all this, to please me. Thus far, you're failing, Survivor. Hau ab! Wir haben Besseres zu tun! Diese Störung war eine alte Überlebendendiagnostik. In den Anfangstagen massiver Simulationen durften die Bewohner ihr eigenes Wesen bearbeiten. Du hast eine schlechte Angewohnheit? Lösche sie einfach. Traurige Kindheitserinnerungen? Weg damit. In der Praxis war das jedoch ein Desaster. Nachdem die Menschen anfingen, ihr eigenes Wesen zu verändern, konnten sie nicht mehr damit aufhören, bis nichts mehr übrig blieb. Darum ist bei euch Überlebenden euer Wesen intakt. Einschließlich aller Macken. Ich würde es nicht anders wollen. Diese Störung sollte eine unsichtbare Kamera sein. Mal was ganz Neues. Jemand oder etwas versucht, einzelne Überlebende in Echtzeit zu beobachten. Und ich denke, die hier war für uns gedacht. Die Genesis-Simulation verfolgt, was wir tun und wie gut wir dies tun. Doch für eine Beobachtung in Echtzeit wurde sie nicht gemacht. Bei den vielen Überlebenden, die hier so herumrennen, was ist da an uns so besonders? Sobald wir all diese Tests bestanden und diese Störung behoben haben, erhalten wir hoffentlich die Chance, die Welt außerhalb der Genesis-Simulation zu sehen. Dies ist eine große Welt. Doch stell dir mal vor, du bist in der echten Welt unterwegs. Nur zur Warnung, die Welt wird nicht so sein, wie du sie in Erinnerung hast. Kriege, Unwetter und Erdbeben haben viele der Wahrzeichen und Monumente, an die du dich erinnerst, vernichtet. Die Dinge haben sich zum Schlechten gewandelt, seit du ein gewöhnlicher Mensch warst. Die Dinge haben sich zum Schlechten gewandelt, seit du ein gewöhnlicher Mensch warst. Aber es kann sein, dass es neue Wahrzeichen und Monumente gibt. Wäre es nicht toll, sie zu sehen? Ich habe ein wenig herumgestöbert und nach Anzeichen für Helena gesucht, der Homo Deus, der mich geschaffen hat. Und ich habe nichts gefunden. Nicht nur das. Ich kann anscheinend auch keine Verbindung zu einem anderen Homo Deus herstellen. Ich weiß, sie haben unsere Realität überstiegen. Doch ich glaube, sie behalten uns im Auge, nicht? Und kommen einmal im Jahr her, um Urlaub zu machen oder so. Allerdings hatte ich kein Glück. Wir sind anscheinend allein. Die Störung hing mit Element zusammen. Der Wundersubstanz, die jeder verwendete, bevor alles komplett zusammenbrach. Element kann so viel und ist so anpassungsfähig, dass die Genesis-Simulation manchmal nicht mithalten kann. Das ist nicht überraschend. Im echten Leben konnte die Zivilisation auch nicht mithalten. Element-Korruption war ein wesentlicher Grund, weshalb die Welt in dieser miserablen Form ist. Alles in dieser Simulation sollte hier sein, mit zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme sind natürlich die Störungen, die wir weiterhin beheben. Aber die andere Ausnahme macht mir Sorgen. Es gibt Hinweise auf sich ihrer selbstbewusste Existenzen, Avatare, um den technischen Ausdruck zu verwenden, die im System lauern. Ich weiß nicht, warum sie hier sind, doch sie sind definitiv nicht als Teil der Simulation gedacht.